Schaut euch den Jirtenhofer an. Ah, scheiße. Stinkt doch. Na, Alter! Ich gehe mich mal kurz noch ums Feld kümmern. Ja, mach das. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Landwirtschaft, aber ich bezweifle das. Okay, jetzt haben wir hier so einen Mittelplatz. Und da werde ich jetzt richtig. Jetzt haut er auf die Kacke. Richtig, ja, auf die. Oh nee, ach Mann, jetzt muss ich überall Schemas kaufen. Ich bin pleite. Leider. Natürlich kostet eine simple Holzbank mit Rückenlehne 1500. Was hast du erwartet? 50? Ja, die Preise im Mittelalter waren schon wild, das ist ja. Okay, einen Taubenschlag kann ich aber auf jeden Fall hin. Was haben die Tauben denn getan, dass du sie schlagen willst? Eigentlich nicht viel, aber nö, also ich bin mittlerweile da ziemlich strikt, was das angeht. Okay. Wir könnten auch ein Lagerfeuer in die Mitte setzen. Nein, will ich keine Behältnisse. Landwirtschaftslevel, yay! Spaniere, ne? Dafür werden die dann interessant so, ne? Weil dann kannst du hier so einen kleinen Garten basteln. Schneller im Landwirtschaft, effektiver. Aber so richtig geil, ich glaube, ich mache hier echt ein Feuer hin. In die Mitte. Ja. Aber du hast doch super viel Zeug hergestellt. Willst du das nicht verkaufen gehen und dafür Dekomaterialien? Das habe ich ins Lager geschmissen. Was hast du da rein? Äxte. Bronzehammer. Steinäxte. Steinäxte. Und Wurfsteine. So. Hi. 7000. Ja, gehe ich verkaufen. Brauchte eh keiner. Ja, ist richtig. Und die Steinäxte auch. Kann man bei uns in Marktplätzen hier eigentlich was verscheuern? Ich glaube, du kannst irgendwo irgendwie einstellen, was alles verkauft werden kann. Also jein. Ja. Kostet Zeit. Ja, nee. Haben wir nicht. Ja, also mir fehlt gerade die Lust, das alles einzustellen, muss ich ehrlich zugeben. Wir machen noch so 25 Minuten, dann ist das Projekt erstmal eh vorüber, also von daher lohnt sich's nicht. Obwohl, dann würde ich gerne mal versuchen, kannst du den Server dann noch für einmal so einstellen, dass wir einfach super lange, ganz schnell alles überspringen? Na klar. Dann muss ich das aber jetzt machen. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, so wenn Kinder älter werden und ob vielleicht irgendwie die Hauptquest kommt. So, dass halt gesagt wird, okay, in 50 Jahren kommt die Hauptquest oder sowas. Jahreszeiten dauern aktuell 5 Tage. Jahreszeiten dauert 1 Tag. Änderung übernehmen. Ja. Ist dann mit der nächsten. Weil ich weiß jetzt nicht, ob wir das heute machen wollen, weil. Ja, lass uns doch gleich nochmal einfach ein paar Mal pennen gehen. Ich speichere vorher einfach nochmal, da können wir es dann zur Not reinladen. Ja. Und ich würde sagen, wir warten dann ein paar größere Updates ab und wenn es danach ist, gucken wir in einem halben oder einem Jahr entweder in den Spielstand nochmal rein oder fangen wieder bei Null an, je nachdem, wie sich's ergibt. Ja. Beziehungsweise können wir dann gucken, vielleicht gibt es auch bis dann irgendein cooles Spiel, was das austauscht. Ja, na klar. Zeig mir deine Ware. Wolltest du schon immer mal Wurfsteine haben? Ich hätte eine Idee, aber ist die Frage, ob du auf sowas Lust hättest. Ich konnte ja nicht mal alle Wurfsteine verkaufen. Oh. Yeti. Ja. Es gibt eine Gothic Multiplayer Mod. Ja, ich weiß. Was hältst du denn davon? Weiß ich nicht. So. Nee. Können wir gucken, warte mal, ich verkaufe jetzt auch mal alles, was ich überhaupt. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich überhaupt Slots frei habe bei mir mit Spielen und so. Steinspeer. Alter, Riesenacker, ne? Giftete Steinpfeile. Knüppel, Holzspeer. Technologies. Wir sind jetzt bei 6250, okay. Wie viel Geld hat sie noch? Zu wenig. Sie hat noch. Sie hat noch genug. Rumps. Die behalte ich. Das kann weg. Rumps hält. So. Eine bessere Fackeln.
Ja, okay. Wie wär's mit 101 Steinerxten? Wir wollen übrigens gegebenenfalls nach It Takes Two, bis, also ich weiß nicht, was wir davon bin genau dann machen. Eh in Sommerpause. Probably. Ja, du kannst ja so mitmachen, ohne zu streamen, wenn du Lust hast. Sommerpause heißt, ich bin auf Jugendfreizeiten, da ist nichts mit. Was? Wie Freizeit? Was? Ja, also Urlaub/arbeiten. Ich werde dann Kinder betreuen. Also, wenn ihr euch im Ferienlager beim Jedi anmelden wollt? Nein. Also, dann seid ihr zu jung. Dann schreibt mir das bitte, dann weiß ich nämlich, dass ich euch aus dem Stream schmeißen kann, weil ihr dann zu jung für diesen Stream seid. Ja, komm, scheiß drauf, ich klaue euch jetzt die Bretter. Ist mir doch egal. Minus 3 Reputation. Dann geht ihr auf der Eifel Jedi / Kindergarten. Nein, bitte nicht. Tut das nicht. Tut sowas nicht. Tut so. Hört nicht auf den alten Mann. Also, Kinderfreizeiten sind gut, aber macht das über seriöse Quellen und nicht über mich. Du bist doch seriös. Naja, also wenn ich on stream eine Kinderfreizeit bewerben würde, würde ich mich nicht mehr als ganz seriös bezeichnen. Na wieso, wenn du dich um Kinder sorgst und ich... Hallo? Das klingt falsch. Es klingt so falsch, merkst du? Yeti, ich meine, wenn du erzieherische Tätigkeiten, meine Fresse. Manchmal kann man Sachen einfach falsch verstehen wollen, oder? Ja. Also, ich bin Papa von 2 Kindern, also von daher... Gerade ich bin besorgt um das Wohl von Kindern. Deswegen war ich auch am Wochenende weg, weil wir hatten eine Vorbesprechung. In Frankreich. Oh, what? Mit den Franzosen. Oh ne, ist doch verboten, Franzose zu sein, soweit ich weiß, oder? Nö, die waren ganz nett. Also die Franzosen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, waren immer echt scheiße. Dann musst du mal nettere Franzosen kennenlernen. Zum Beispiel, wenn... Ich kann kein Französisch. Ich auch nicht. Und ich weiß, dass die Franzosen halt voll ein Problem damit haben, wenn du eine andere Sprache sprichst, außer Französisch. Da war ich auch erstaunt. Wir hatten diesmal eine Französin dabei, die fließend Englisch konnte. Oh. Ich meine, das heißt ja nicht, dass sie das unbedingt nicht können, aber zum Beispiel... Ich glaube auch mittlerweile, das Hauptproblem, was andere Sprachen angeht, liegt einfach bei älteren Franzosen. Ja, das kann sein. Die Jungen haben ja kapiert, dass Englisch eine echt gute und wichtige Sprache ist. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe vor einem Jahr oder so auf Vinted, wenn du die Plattform kennst, ein Merch kaufen wollen. Ja. Ein Legacy Power Sword. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist ein Replika vom Schwert des Roten Rangers aus der ersten Staffel von Bandai. Und das kam, als es rauskam, 150 Euro. Ich hatte kein Geld. Mittlerweile, wenn man es haben möchte, kostet es um die 800 aufwärts. Selbst gebraucht im guten Zustand. Und ich find unseren Sitzkreis schon mal ganz nett. Sitzkreis? Ah, okay. Ja, sehr cool. Na, jedenfalls wollte der Typ auf Vinted 250 Euro dafür haben, wo ich sage, da bin ich absolut dafür, hab's gekauft, er hat's verschickt und da mache ich ihm keinen Vorwurf, aus welchem Grund auch immer hat UPS das Schwert anstatt von Frankreich direkt nach Deutschland über Spanien verschickt. Hä? Und es ist flöten gegangen. Oh no. Und ich habe mich bei UPS gemeldet, ich sag hier, meine Ware ist weg. Die ist im Tracking ist stehen geblieben. Ich weiß nicht, was es in Spanien zu suchen hat. Ich sage, Frankreich, Deutschland ist eigentlich total simpel. Ich sage, ich hätte das gern wieder. Ja, da können wir nichts machen. Da muss sich der Verkäufer melden und nicht der Käufer. Ich sage, warum? Ich will doch die... Ja, ist so. Ich sage, okay. Ich den Heinz angeschrieben auf Englisch. Ich sage, du hier, sorry, nix Ware. So auf gut Deutsch, also höflich und förmlich. Ich sage, UPS sagt, da müssen Sie sich melden. Ich darf nicht, weil ich bin Käufer, kann nur Verkäufer. Ich auf Englisch geschrieben, Deutsch dachte ich mir, das bringt nichts. Vielleicht versteht er nur Englisch. Keine Reaktion. Ich so, hallo, keine Reaktion. Ich dann Google Translator benutzt, sogar DeepL,
was ich sogar noch, also manchmal ist DeepL ein bisschen dumm, aber generell ist DeepL eigentlich nicht schlecht als Übersetzungsplattform. Ich so, hier, sorry, ich spreche kein Französisch, ich probiere mal einen Übersetzer. Tut mir leid, ich habe es auf Englisch schon probiert, ich hatte keine Reaktion. Ich habe gedacht, wenn er dann nicht reagiert, dann dann meldest du ihn halt bei Vinted und unter dem Motto, ich krieg meine Ware nicht, ich möchte mein Geld wieder haben. Und sie da, kaum habe ich Französisch geschrieben, meinte er, ja, sorry, ich kümmere mich drum. Ja. Wo ich dachte, what the fuck. Ach, schon wild. Ging eine Woche ins Land, nichts passierte. Ich sag, hier, wie sieht's denn aus? Ja, die suchen noch. Ich so, nochmal 3 Tage. Ich sag, UPS sagt, da müssen sie sich. Ich sag, UPS, er hat gesagt, sie müssen sich melden. Nee, ich melde mich bei denen nicht. Da hat er hin und her geeiert und dann habe ich irgendwann einfach einen PayPal-Fall aufgemacht. Und PayPal hat mir meine Kohle zurückerstattet. Worauf Vinted mich angeschrieben hat, ja, machen Sie bitte mal den PayPal-Fall zu. Und wir klären das. Ich so, nein, ich werde einen Scheiß tun und den PayPal-Fall zumachen, weil dann hat er gewonnen und ich kriege meine Kohle nicht wieder. Und ich sage, wenn ihr mir so blöd kommt, weil die müssen gerade stehen dafür, weil die ja die Träger dafür sind. Ich sage, wenn ihr mir so nochmal so doof kommt, ich sage, dann melde ich euch bei PayPal und dann gibt's richtig Stress. Ich sage, das ist hier schon, weißt du, ich habe ja für den Laden ja mal gearbeitet, ich weiß ja, wie der ganze Scheiß funktioniert. PayPal ist eine feine Sache, man muss nur wissen, was man tun darf und was man nicht tun darf. Und naja, zum Glück habe ich meine Kohle wieder gekriegt. Ich hatte ihn ja ein paar Mal geschrieben, ich habe ihm auch gesagt, ich mache einen PayPal-Fall auf, ich kriege meine Kohle wieder und du hast das Geld nicht und du hast deine Ware nicht. Ich sag, wenn du deinen Arsch nicht bewegst. Nee, das Resultat war, er hat sich halt nicht mehr gezuckt. Das ist jetzt bestimmt schon ein Jahr her oder zwei. Und es war schade, ich hätte das Schwert echt gerne gehabt, aber ich meine, selbst wenn ich die Kohle hätte, ich würde keine 800 Euro für das ausgeben. Das Ding ist cool, das ist sehr hochwertig, aber es ist halt auch keine 800 wert. Das ist einfach so. Manche Sachen, die auf dem Aftermarket sind, in UK, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, das habe ich erst später rausgekriegt, als Toys R Us zugemacht hat, haben sie die Schwerter für 15 Pfund das Stück verramscht. Das sind so knapp 20 Euro. Das ist richtig heavy. Aber wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, Toys R Us hat auch alles verramscht, was die hatten. Ja, die haben den Laden ja dann zugemacht und naja, oder? Es ist cool. Ja, ich meine, leider gibt uns das Spiel nicht so viele Möglichkeiten zu dekorieren. Oh, das ist schon mal ganz nice soweit. Aber guck mal, ne, es wird direkt angenommen. Da brauchst du einmal Bänke und direkt sitzt jemand Faules drauf. Wer ist denn das? Ludwika. Ich weiß nicht mal, was arbeitet Ludwika? Ludwika sitzt. Ludwika hat actually. Ach, die ist schwanger. Okay, die hat keinen Job. Die hat, Die hat Elternschutz und so, Mutterschutz. Ja, ich guck aber mal gerade. Können wir jemanden schon in die Schenke einsetzen? Ich würde dann jetzt erstmal speichern oder was willst du jetzt machen noch? Nö, eigentlich können wir jetzt mal ein bisschen die Nacht durchschlagen. Aber das Problem ist, das wechselt ja erst beim nächsten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon die. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt schon mit Händen können. Aber ich würde halt tatsächlich erstmal speichern. Sie das. Ich geh mal zum Haus, dann können wir ein bisschen rumtesten. Ja, ob wir jetzt schon, weil ich glaube, du musstest doch die Hälfte gemacht haben, damit du in die nächste Jahreszeit gehen darfst. Ja, dann mal schauen. Ich weiß aber auch nicht, ob unsere Leute schnell genug sind, um am einen Tag die ganzen Felder zu bestellen. Ja, wenn wir mal schauen. Ich meine, die beschweren sich jetzt schon wieder, weil irgendwas fehlt. Dann ist es halt so. Ich speichere mal. Speichern. Ich meine, wir haben jetzt ungefähr 40 Stunden mit dem Spiel verbracht. On Stream und in der Aufnahme. Weil ich habe die Speicherstelle immer nach dem Ganzen benannt. Ich kann erst in 3 Stunden schlafen. Das wird anstrengend. Kannst du die Tage runterdrehen? Hab ich schon. Aber wir danach. Also nein, nicht die Anzahl, sondern die Zeit, die ein Tag hat. Gute Frage. Haben wir mal. Ja, ich muss aber sagen, unser Hauptplatz gefällt mir noch nicht. Ich glaube, da muss noch ein anderes unbesät. Ah ja, okay, die haben das schon gedüngt, die kleinen Vollidioten. Weil hier muss noch ein bisschen was gearbeitet werden, damit der Hauptplatz schön wird. Hier ist nicht mal ein Weg, Madame.
Ja, okay, wenn du einen Weg willst, dann nee, weißt du das den Weg geht, glaube durch. ich. Nee, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Leider. So, jetzt haben wir hier einen Weg durch, Ja, ne? aber das ist schon. Aber wenn ich mir jetzt mal unsere Dings auf der Map angucke, hört schon was, aber ich wäre halt gern angegriffen worden. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Wo seid ihr miesen Kleinen? Kommt, holt euch Sieht euer schon Geld. echt cool aus. Hinten verschwindet die Mauer, wenn ich ein Stück weggehe. Welches Teil konnten wir auch nochmal upgraden? Gute Frage. Produktion, ne? Produktion, Produktion. Nee, stimmt, Näherei auf Stufe 3. Nahrungsmittellager 3. Sehr cool. Ja, warte mal, aber das kam doch jetzt bei. Ach so, bei Landwirtschaft. Uns Was fehlt können jetzt, wir es fehlt jetzt natürlich nur noch Scheune 3 und die Windmühle. Dann haben wir alles, was es gibt. denn? Nice. Okay, ich verdurste gerade, glaube ich. Das ist nicht so schön, aber ich müsste auch mal was trinken und was essen. Ja, ich verdurste gerade aktiv. Kann man das auch passiv? Sehr wahrscheinlich. Gift, 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 Gift. Käse. Lecker Käse. 2 Ingame-Stunden. Okay, Oh. Steinwände. Interesting. Ja, Aber das. die Stufe 2 Näherei ist eigentlich größer. Nee, die haben das irgendwie mit einem Patch mal angepasst, dass die Gebäude jetzt alle eine Parzelle belegen. Die sind nicht mehr größer und kleiner. Okay. Deswegen kannst du die auch alle upgraden, wenn du so drüber Ja, klatscht. aber wenn du dir das mal anguckst, du kannst die ja immer noch bauen, ne? Dann ist die Näherei 2 breiter. Ja gut, es kann sein, dass wenn der Platz nicht reicht, dass Obwohl, er nee, dann das, meckert. nee, da, ja, okay, ich nehm's zurück. Das Teil wird dir nicht gerade angezeigt. Ach so. Oh, Ja, so ein bisschen größer ist die. ich gebe mal einfach nochmal den Quest bei Dervan ab. Okay. Ah, nee, passt. Wo ist der Ja, Esel jetzt kann denn? hier wieder jemand. Ah, nee, noch nicht. So, jetzt kann hier jemand arbeiten. So, Floppy. Floppy die Hoppy. Ja, und jetzt kommt er so. Ja, Alter, ich bin nochmal richtig. voll mit dem Esel, danke. Oh. Ja. Ich dachte, jetzt kommt so der von. Alter, verpiss dich. Ihr bezahlt uns keine Steuern. Was soll der Mist? Dann ist das so. Hi, Gertruda. Gertruda, wie geht's dir? Guten Tag. Hier geht's gut. Was beschäftigt dich im Moment? Ich kann es kaum erwarten, groß zu werden und ein Pferd reiten zu dürfen. Dachse. Pferde sind die allertollesten Wesen überhaupt. Esel Aber sind auch ein bisschen besser. voller Geheimnisse. Ja, erklär das mal meinem Kind. Das ist deine Ich habe ein Aufgabe. Pferdemädchen ge. Oh nein. Sie mag Ponys. Ich habe ein Pferdemädchen gemacht. Oh, nee. Oh boy. Why am I doing this? Es gibt ja auch nicht viel. Kannst ja nicht sagen, ja, sie spielt Konsole, weil das ist ja. Natürlich, natürlich. Also meine Kinder dürfen alles machen. Außer Pferdemädchen sein natürlich. Konsole gibt's doch gar nicht. Doch nicht. In ein paar hundert Jahren vielleicht. Ich baue dir einfach eine aus Holz, das passt schon. Oh boy. Ich weiß gar nicht, du gucktest auch Anime, ne? Ein bisschen, ja. Ja, So ein bisschen. hast du Dr. Stone gesehen? Das kann ich sehr empfehlen. Ich will mir jetzt mal diese neuen Koch-Anime mit dem Dungeon Cooking Ah, angucken. Keine Ahnung, wie Dungeon der heißt. Food, Delicious in Dungeon. Das kann sein, ja. Ja, habe ich gesehen, ist cool. Ein, zwei Folgen waren ein bisschen blutiger, wo ich dann ein bisschen skippen musste. Aber ansonsten sehr cooler Anime. Ja. Ich warte noch auf die zweite Staffel, weil er hat jetzt die ersten 24 Folgen und die zweite Staffel ist aber angekündigt. Weil aktuell gucke ich Revolution. Das ist auch ganz interessant. Das sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Ja, das ist auch eine Serie, die ist schon ein bisschen älter, die ist aber auch komplett untergegangen. Da geht es darum, dass sich die Menschheit gegenseitig so ein bisschen bekämpft, seitdem alle mechanischen und elektronischen Geräte ausgefallen sind, Oh. weil die Amis irgend so ein, also beziehungsweise die amerikanische Regierung da irgendwas gebaut hat, was das tun kann. Und das spielt dann 15 Jahre nachdem das passiert ist. Und dann geht es halt darum, dass die neue Regierung halt irgendwie den Strom wieder anschalten will und dann irgendeine Let's Familie go. kidnappt und
die zurückgewinnen will. Also, so. Also ich gucke momentan mehrere Animes tatsächlich, warte immer noch die aktuellen Folgen. Aber wie gesagt, Dr. Stone warte ich jetzt auf die vierte Staffel, das ist auch die letzte und Finale. Da ist es tatsächlich so, dass in der ersten Folge die ganze Menschheit versteinert wurde. Und nach 3700 Jahren ist der Hauptcharakter aufgewacht und hat rausgekriegt, wie man die Menschen entsteinert. Es entbrennt auch halt so ein Disput, also so ein kleiner Mini-Krieg unter zwei, drei Charakteren. Und dann versuchen die halt rauszukriegen, was dieses Versteinern ausgelöst hat. Und die wecken nach und nach halt Menschen auf. Und es gibt auch Menschen, die halt nicht versteinert sind, die halt quasi Generationen überlebt haben quasi. Da gibt es auch einen Grund für, den werde ich dir nicht verraten, weil falls du selber gucken willst, spoiler ich ja oder jemand im Chat. Aber wie gesagt, Dr. Stone sehr zu empfehlen. Auf Netflix gibt es die ersten zwei Staffeln und die dritte gibt es auf Crunchyroll tatsächlich. Ja, ich war nur gerade ein bisschen out of order, weil ich habe nach Chaos gerufen und Chaos ist halt exakt hinter der Schenkentheke gespawnt. Scheiße. Von dahinter so nach dem Motto, oh scheiße, er hat erwischt, wie ich gesaffen habe. Verdammt! Ja, die Taverne, ne? Chaos Taverne. Warte, sag mal. Ach so, was? Ich dachte, mein Esel läuft gerade den Berg hoch hier neben mir. Ja, natürlich. Ich bin gar nicht da. Ja. Ich ignoriere mich einfach. Ich wollte gerade gucken, ob ich noch auf die Schnelle jemanden finde, der unsere Schenke übernehmen möchte. Wollen wir erstmal pennen gehen? Einen Tag haben wir da noch. Können wir pennen gehen? Ja, das geht. Okay. Ja, ne, beziehungsweise können wir versuchen, direkt bis zur nächsten Jahreszeit zu pennen? Das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Mensch. Du sagst halt nur Bescheid, wann du aufhören möchtest, wegen... Ja. Ja, so ein paar Minuten habe ich noch. Ja. Aber ansonsten machen wir das mal off-camera. Das ist ja auch nicht so schlimm. Das ist ja, also im Endeffekt ist das nur eine kleine Spielerei und wird dann so eine halbe Stunde sein, dafür dann halt extra einen Stream anschmeißen. Ist. Oder wir machen das zu Beginn der nächsten Session dann quasi. Ja, aber dann müssen wir halt schon wissen, was wir als nächstes. Wenn wir in einem halben Jahr oder Jahr Alter, oder so nochmal. Alter, Knievomir, geh von meiner Frau weg. Gehst du ins Bett oder? Geh von meiner Frau weg. Ich hol die Schrotflinte. Nee, aber was ich wild finde, sind die Anime-Titel zurzeit sind alle irgendwie so ein bisschen extrem lang und total komisch. Ich habe das Gefühl, dass wir da auf kurz oder lang irgendwann hinkommen mussten, weil gefühlt Animes immer so ein Ding ist, okay, wir müssen noch crazier sein, als die letztes Jahr waren. Wir müssen noch crazier sein, als die davor waren. Und irgendwann kommst du halt an diesem Punkt an, wo die einfach den Vogel abschießen und es übertreiben. Ja, also was ich zum Beispiel jetzt aktuell noch gucke, da warte ich aber halt auf die neuen Folgen, ist As I Got Reincarnated, an Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in a New World. Oder Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Also, oder I Was Reincarnated as the Seventh Prince. Oder I Was Reincarnated as a Refrigerator. Vending Machine. Der war auch ganz cool. Dann gibt's noch... Weird war, glaube ich, das Wort, was du gesucht hast. Ja, aber war trotzdem ganz cool. Dann, was ich jetzt aktuell noch gucke, ist Spice and Wolf. Merchant meets the Wise Wolf. Das ist auch nice. Aber es ist halt auch wieder so ein Titel. Was ich auch noch weiter gucken muss, ist The Devil is a Part-Timer. Also der Teufel arbeitet Teilzeit. Okay. Er ist der Hauptcharakter. Klingt nach Lucifer. Nee, der Charakter ist halt aus einer anderen Welt in unsere Welt gekommen, weil ihm sein Dasein als Schurke gelangweilt hat und so weiter. Und ihm gefällt halt die Welt, wie es ist und nimmt dann halt einen Job an und arbeitet ganz normal und dann kommen aber noch mehr Dämonen und so aus seiner Welt, verfolgen ihn und ist halt ganz witzig. Es gibt, was ganz cool ist, ist How to Not Summon a Demon Lord. Das ist aber so ein bisschen edgy, so ein bisschen, teilweise so ein bisschen schlüpfrig, aber jetzt halt nicht viel, also siehst halt nicht unbedingt nackte Haut, also manchmal so ein bisschen was. Och Manno, dann ist ja langweilig. Ja, es ist jetzt kein Hentai oder so, aber das ist halt so, zwei Mädels beschwören einen aus einer anderen Welt, weil sie den Untertan haben wollen
Und er selber hat halt keine sozialen Kontakte, ist voll der Gamer, ist in seinem MMO fest, ist der da übelste Obermacker, ist aber halt der Teufel quasi von dem Spiel, hat extreme Fähigkeiten, sie beschwören ihn und wollen ihn, wie gesagt, untertan machen. Dadurch, dass er aber einen Ring trägt, der sämtliche Magie reflektiert, geht das nach hinten los und die beiden müssen ihm gehorchen. Und er hat aber keinen Plan, wie man mit Frauen redet, weil er halt ein Nerd ist, der in seinem Zimmer hockt und mit Mädels keinen Kontakt hat. Also spielt er den Demon Lord, nimmt diese Rolle an. Ich bin Diablo, der Dämonenlord aus einer anderen Welt. Ihr müsst mir gehorchen. Es ist so bescheuert. Kann ich nur empfehlen. Ist sauger. Gibt es 2 oder 3 Staffeln mittlerweile. Ich habe die dritte, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen. Das ist so wack teilweise. Hey, ich mache euch jetzt etwas, damit mir niemand mehr das nachsagen kann. Ja? Meine Frau wird jetzt Schenken-Mitarbeiterin. Ach so, ich dachte, mich erschießen. Damit niemand sagt, ich hätte sie hinter den Herd geschickt. Ja, aber es sind echt zusammen mit Ingarda. Was ich auch empfehlen kann, den Anime habe ich tatsächlich geguckt, das habe ich bei Gronkh im Stream gesehen. Der meinte es vor 2 Jahren oder so, meinte er nur so, oh, ich lag flach, bin krank und habe Anime gesucht und hat ein paar aufgezählt. Ich dann so, warte, hab mir das aufgeschrieben, hab geschaut, weil er mir erzählt hat, was es war. Und der Anime Arifureta, der ist auch saugeil. Es ist so ein Isekai-Anime, so typisch in einer anderen Welt aufgewacht und aber der Held selber, der ist nicht wirklich Held. Er wurde verraten, ist in den Dungeon runtergetreten worden, hat gerade so überlebt und wurde extrem stark. Und die Begleiter sind total, total durch dort. Da ist zum Beispiel so eine Szene, es ist zum Glück nach dem 10, da kann ich das erzählen. Das ist, glaube ich, sowieso ab 18 oder so, ne? Ja, normalerweise habe ich den auf 18 gestellt. Ja, also das ist so, beziehungsweise, selbst wenn, habe ich noch nie Beschwerden bekommen. Ja, also ich erzähle halt das mal ein bisschen blümer ran, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, guckt euch den Anime Arifureta mal an, gibt es, glaube ich, auch 2 Staffeln. Ich hoffe, da gibt es noch eine weitere. Es ist halt so, dass er dann ein Mädel findet in diesem Dungeon weiter unten. Und sie so, hilf mir, also ich bin euch bescheuert, du wurdest hier nicht ohne Grund angekettet. Und das ist ein Vampir. Und die rettet er dann tatsächlich. Die werden ein Liebespaar. Und er kriegt dann noch mehrere Begleiter, wie das halt so Isekai typisch ist. Und wer nicht weiß, was Isekai heißt, Isekai ist ein Anime, wiedergeboren in einer anderen Welt sozusagen. Also dieses typische, so Sword Art Online-like. Isekai-Animes sind halt, ich bin in einer anderen Welt da aufgewacht und bin jetzt Hero. Das ist Isekai. Und, na jedenfalls, eine der Begleiterinnen ist ein Drache. Er greift ihn an, er verprügelt den Drachen und sagt, oh, du kannst reden, ja, dann verrätst du mir das und das. Nee, will nicht reden. Und der Drache ist ein bisschen masochistisch veranlagt und er nimmt dann einen Baumstamm und rammt dem Drachen voll hinten in den Arsch rein. Muss das? Ich weiß es nicht. Und der Drache so, ja, ja, gib's mir her, der Meister, bestrafe mich. Das ist so ein bisschen SM veranlagt, der Drache. Oh, ich musste so brüllen, wo ich das gedacht habe. Typisch Drache. Ja, der Drache hat dann aber auch eine menschliche Form. Und das hat Gronkh erzählt. Er sagte, als ich das geguckt habe, just in dem Moment, wo diese Szene war, kam Pan rein und meinte, was guckst du da? Anime. Aber ich würde sagen, wir moderieren dann mal ab, weil ich muss dann morgen auch nochmal raus wegen Arbeit und so. Ich würde dann vermutlich gleich direkt noch ein bisschen Far Cry spielen. Wolltest du nicht Kingdom Come machen? Nee, das ist bei mir mittwochs dran. Richtig. Hast du den Talos-Prinzip eigentlich mal durch? Nö, vielleicht Donnerstag. Gut, ich gehe mal zum Häusli. Ich freue mich nicht. Okay. Ja, mal gucken. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, sollten wir hier jetzt noch eine Folge aufnehmen mit Crazy Spielerin. Shit und Zeit überspringen und sowas. Also Zeitreise, actually. Dann guckt gern bei Lord Krytos auf YouTube vorbei. Das ist ja da sollte lieb. Das Video dann irgendwann in einem Monat, 2 vielleicht dann rauskommen. Ja, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Nicht schnell speichern, da ich überspeichere das einfach nochmal. Ich kuriere.
Also ich muss das dann noch schneiden. Wir haben Dienstagmorgen, ne? Dann die erste nächste Folge kommt dann ab Mittwoch hier regulär und dann danach kommt dann My Friendly Neighborhood. Horror, der nicht wirklich gruselig ist. Naja, aber das Spiel ist cool. Ich fand schon es manchmal, also ich habe das auch mal probiert und ich fand es teilweise schon sehr creepy, wenn der Typ dann einfach hinter dir aufgetaucht ist. Verwechselst du das? War das nicht das, wo du den Nachbarn irgendwas aus seinem Haus klauen Nee, musst? das ist Neighborhood, Neighbor. Das ist My Friendly Neighborhood, ist quasi Sesamstraße, sozusagen. Ah, ja, okay. Mit Puppen. Richtig. Ich habe tatsächlich, du Warte. schaltest, wenn du es einmal durchspielst. War das, wo du die Buchstabenpistole hast? Ja. Ja, okay, dann kenne ich das, ja. Ich habe tatsächlich das durchgespielt. Schon, wie gesagt, ich habe alles aufgenommen soweit und ich habe danach auch nochmal auf Kamera weitergespielt. So ein paar Achievements, also ich habe mir die Achievements noch geholt, die letzten, die mir fehlten. Und was ich ganz interessant war, du kriegst, wenn du es einmal durchspielst, du findest so Videokassetten, die so als Cheats sind, in-game eingebaut und du kriegst einen Freecam-Mode. Und ich bin in einen Raum aus Gag rausgegangen und da schwebte oben im Nichts im Schwarzen eine Tür. Ich habe diese Tür benutzt und die spielte nach einer kurzen Ladezeit Trailer ab, die sie als Werbung für das Spiel gemacht haben, so 5, 6 Stück oder noch mehr. Und so wie das Spiel vorher aussah und so, wo ich dachte, what the fuck? Also, aber vor allem die Tür so am Arsch der Welt irgendwo zu verstecken, da musst du ja auch erstmal finden, das Ding. Aber ja, wie gesagt, ich moderiere dann gleich nochmal ab. Du streamst dann ja Jo. weiter. Ich Jo. sag dir dann schon mal gute Nacht, Yeti. Ja, ich ja auch. Und wir und oder hören, sehen und so weiter uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne? Viel Auf jeden Fall. Spaß. Tschö, tschö. Jo, dir einen schönen Abend. Tschüss. Tito. So, ich moderiere da nochmal ordnungsgemäß ab. Ich bin irgendwie ein bisschen raus. Es ist, wie gesagt, es ist verdammt warm. Die letzten 4 Folgen, jetzt in dem Moment tatsächlich. Wir machen vielleicht nochmal eine Quatschfolge, wie Yeti schon gesagt hat. Hau die dann nochmal separat raus. Muss ich mal gucken. Ansonsten, wir haben jetzt ungefähr 40 Stunden das gespielt. Wir schauen mal, was an Updates noch rauskommt. Es kriegt stetig noch Content und vielleicht schauen wir in den Jahren mal rein. Zwischendurch machen wir noch was anderes. Wenn ihr noch nicht das getan habt, geht auf twitch.tv/der-Eifel-Yeti. Yeti ist in der Videoinfo verlinkt. Folgt ihm da gerne, lasst ein Like da, lasst ein bisschen Liebe da. Wenn ihr mir noch nicht folgt, folgt mir gerne auf YouTube. Also lasst ein Abo da, kostenlos, auch wenn es Abo heißt. Ist nur ein Klick. Bringt mir jede Menge, jedes Like. Ich bin dankbar für jeden Support. Und wie gesagt, wir sehen und oder hören uns dann beim nächsten Projekt. Hiernach dann My Friendly Neighborhood und dann schaue ich mal, was ich ins Programm nehme. Und wenn Schaxors Rechner irgendwann wieder geht, geht's auch mit Enshrouded irgendwann mal los. Also bis dato, reingehauen.